So, Level 26. Ja, let's fight. Das Level wird jetzt auch wieder ein relativ schönes Level, aber gut, sind halt auch jetzt die relativ letzten Levels von Extermination Day. Ist dementsprechend logisch, dass sie ein bisschen schwieriger und komplexer sind. Vor allem schwieriger. Vor allem auf Relative Tactical Mode. Wer macht denn so eine Scheiße? Wer kam auf diese Idee? Was? Oh wow. Halleluja! Was? Oh, danke. Munition nehme ich immer gerne, ne? Wisst ihr ja. So, wo fangen wir an? Am besten da hinten. Da kann man dieser eine, nicht Hellknight, Hellknight ist der rote. Wie ist denn der weiße? Keine Ahnung mehr. Der da. Ach nee, das ist der Hellknight. Wie ist denn der rote? Was? Ihr habt doch alle umge... Wie das war? Wo kommt der denn jetzt her? Kommt der durch irgendwelche Türen durch oder was? Gut, dann müssen wir hier doch erstmal aufräumen. Ja, die kommen durch Türen durch. Ach du Scheiße. Na komm, Spinne, erledige die. Ja, ich bin der Macht. Fuck. Ach, warte, nee. Ich verhaut dafür definitiv zu viel Munition. Ich mach das Ziel lieber hier mit. Oh. Auf, ist er hier... Was sie alles achten muss, ey. Da willst du einfach mal nur eine Rakete abschießen? Ist ja schlimmer als Kernphysik. Das war daneben. Oh Gott, ist das behindert. Na, wo denn? Auch wieder daneben. Ich muss schräg schießen, ich kann aber nicht schräg schießen. Thank you.
Ja, das war dumm. Ich weiß. Was mache ich denn hier? Jetzt schießt der. Solche Leute ist auch echt kein Verlass mehr hier. So, nachgeladen ist. Sehr schön. So. Kommt jetzt hier noch was? Oh mein Gott, noch so ein Viech. Wow, wow, wow. Oh Gott, und gleich zwei. Einen Raketen verbrauche ich schon wieder. Na komm. Da oben waren welche? Von wo denn? Da oben. Hallo? Meine Güte. Aha, da ist ja der Weiße. Hell Knight. Aber wie ist denn der Rote, wie gesagt? Wow! Doch näher, als mir gerade lieb war. Wo denn? Klang gerade ultra nah. Yay! That was nice! Ich sollte sowas mal öfters probieren. Ah ja, da sind noch welche.
In einer von diesen beiden Türen hier. Oder in beiden Türen. Keine Secrets hier. Gibt's doch gar nicht. Ja, wobei die Räume selber sind ja quasi schon Secrets. Von daher. Kann man darüber? Nein, kann man nicht. Scheiße. Habe ich gespeichert? Nein, habe ich nicht. Ja, doch, habe ich. Das war bereits der zweite Raum. Ha. So, irgendwie gingen diese mit Dinger auf, aber wahrscheinlich war das auch als Falle. Fuck! Ich bin da extra ausgewichen und dann trifft ihr mich trotzdem noch. So, zweiter Versuch. Geht doch. Die Frage ist, wann gehen diese Dinger auf? Da war auf dem Weg irgendwie so eine Triggerline. Die Frage ist natürlich nur wieder. Ach du Scheiße! Die Frage ist halt nur wieder, wo die war. Immer noch nicht auf? Okay. Ach ja, gibt es auch noch eine andere Triggerline für diese Kaku, die Spektre. Oder die waren da drin, kann natürlich auch sein. So, jetzt müsste ich aber auch sein, oder? Ja, sag ich doch. Ich kenne mich doch aus. Gut, dann versuche ich das jetzt nochmal ohne Schaden zu bekommen. Dann weiß ich ja jetzt, wo die Ding aufgeht. Ich brauche den Raum also wahrscheinlich nur betreten. Und da wären wir. Wow. Stimmt, das waren das Spektre, keine Pinkies. Alter. Den mal so der Hilfe voll flutschen können. Geht doch. Meine Güte. Ist ja schon fast traurig. Oh, das hätte ich überlebt. Oh, Alter, ich. Diese Pickys sind echt unfair.
Erst leben die Fischer ewig, also erst sieht man die Fischer nicht und dann leben die auch noch ewig. Ist ja... Ich meine, ist ja schon schlimm genug, wenn die so normalen Pinkies praktisch ewig leben, aber dann auch noch diese Spektre. Das ist ja quasi schon illegal hoch 2. Unsichtbar, widerspenstig und beißfreudig. Kackviecher. So, jetzt habe ich den blauen Schlüssel. Was kann ich mit dem anfangen? Außer mir jetzt meinen allerwertesten schieben. Ich gehe mal kurz nach unten. Da ist die Tür. Wow, kommen wir gar nicht raus. Interessant. So, blaue Tür. Gibt's hier keine? Doch, wahrscheinlich jetzt drinnen. Hallihallo! Ich könnte auch von der hier benutzen, da liegt hier auch noch relativ viel Munition rum. Ey, ich habe einen 586er! Oh my fucking God! Wer sich nicht auskennt mit Prozessoren, 586, also X586, steht für all die Prozessoren, die praktisch so ab Pentium und so rauskamen. Weil mit der Nummerierung hat er beim 486er aufgehört. Und es gibt aber Linux-Distributionen, die sich ausweisen für 586er kompatibel. Und das heißt praktisch ab alles, was Pentium ist. Ja, so ein bisschen Background-Wissen. Ach du Scheiße, wollt ihr mich ficken? Fuck. Gut, das Ding ist noch zu. Nein! Ah, Mann, diese Treppe. Hier geht schon wieder dahin. So, hier ist, genau, da ist noch zu. Wow, diese Treppe. Oh nein, nicht so ein Viech. Kriege ich den irgendwie günstig? Nein, ich glaube ja nicht. Ja, schön ist dadurch, dass ich halt alle nach hier draußen gelockt habe, hat er da keine Leichen zum Wiederbeleben. Heißt also, solange wie er da oben auf dem Podest bleibt, hat er keine Freunde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mir trauen sollte, einfach mal direkt anzugreifen. War ja klar, da lebt noch einer. Warum auch nicht? Komm her, komm raus. Nein, er ist runtergekommen. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Fuck, da ohne daneben. Alter, wie kann man daneben schießen, wenn er vor einem steht? Das ist doch nicht mehr normal hier. Danke! God damn it, ist das peinlich gewesen, ey. Ich würde gerne meinen Anwalt sprechen. Diese Kränkung ist nicht hinnehmbar. So, jetzt aufpassen. Der Schalter findet nämlich diese beiden Türen. Das ist nicht nett. Und die Tür da hinten oben. Das ist auch nicht nett. Das ist also quasi Ultrafalle. So, was war hier jetzt? Wie
Den hab ich wieder scharf von hinten bekommen, Alter. So unfair. Nein, das wollte ich jetzt nicht haben. Egal, komm mal ehrlich. Dieses Rüstling bringt dir gar nichts. Ich dachte, ich hätte damit eine höhere Feuerkraft oder sowas. Pustekuchen. Also lieber normal. So, also haben wir das aufgeklärt. Jetzt noch die Leute, die ich da gerade rausgelassen habe. Wow. Naja, ihr werdet mir schon was erzählen, ne? Komm, da war doch noch einer, oder? Pack ich doch. Aber ich hätte schwören können, dass nur noch Revenants drin war. Hell Knights oder sowas. Aber echt nicht. Na gut, dann nicht. Dann war die Falle doch einfacher, als ich eine Erinnerung hatte. Genau, hier habe ich bereits alles voll. Ich brauche bloß noch ein bisschen scharfe Munition. Ja, genau so. Passt. Was ist hier noch? Auch bloß Kacke. Okay. Jetzt die Seite hier. Ich sollte mal bei meinem Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Ist ja hier. Ach du Scheiße, fickt euch doch. Was macht die denn da? Die machen ja alles kaputt. Ach du Scheiße. Oh, danke. Für Soul-Munition kann ich gerade echt gut gebrauchen. Habe ich nämlich ein Defizit von. Ach nee, geht eigentlich. Ja, kannst du mal herkommen oder was? Wenn du schon dein möchtest, dann dein gefälligst bei mir. Habe ich einen kürzeren Weg. Danke. Leck mich. Hätten wir auch das geklärt. So, jetzt kam hier dieser relativ witzlose Raum. Irgendwas war doch hier mit dem Raum. Wo ich mir so dachte, okay, relativ useless. Ich meine, gut, hier gibt es immer ein bisschen Munition und so, ne? Aber ansonsten gibt es hier halt mehr nicht wirklich, ne? Wo man sich dann schon fragt, was bringt der Raum hier bitte? Keine Ahnung. Lassen wir das. Ich glaube kaum, dass hier noch was Sinnvolles kommt, außer das hier, wo wir dann nachher später hin müssen. Könnte ich eigentlich jetzt auch schon abknallen, dann habe ich nachher nicht mehr den Weg. Wär vielleicht gar nicht mal so dumm. Weil noch kann ich sie relativ gut bekämpfen. Gibt's hier noch mehr? Hier gab's noch mehr, oder? Ah ja, lass ich erstmal. Gut. Habe ich schon mal 4 von den Viechern besiegt, dann habe ich nachher weniger zu tun. Weil da waren, glaube ich, noch mehr. Aber
war das zumindest die ich jetzt erstmal schon mal weg machen konnte. Wegmachen konnte. Erledigen konnte. Goddammit. Wegmachen konnte. Das klingt wie so eine Babysprache. Schau mal, Mama, ihr habt die Gegner weggemacht. Bist du stolz auf mich? Fragezeichen. So, wir haben blauen Schlüssel. Wir haben immer noch nicht mehr. Wir haben nur den jetzt in den Raum bekommen. Aber da muss es noch was gegeben haben in dem Raum, oder? Ach nee, klar, wir haben Schalter gedrückt. Kann also sein, dass jetzt hier was umgegangen ist. Jawohl, da hinten das Ding. Okay, hier ist es wieder. Schnell sein. Na komm, geh auf. Wow. Leute. Das hätte man ein bisschen dachte hier. Da kriegst du AIDS im Endstadium. So, ich warte erstmal, bis die ganzen Fische angelaufen kommen. So, mal gucken. Hallo? So, haben wir hier schon alles? Nee, ne? Hier haben wir auch noch ein paar Sachen noch nicht erforscht. Klang gerade wie so ein Besoffener. Jawohl. Aber was? Whatever. War das hier eine Falle? Nee, ne? Das hier war keine Falle. Die Falle kommt doch in einem anderen Raum. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Genau, hier nämlich. Das ist nämlich eine Falle. Ja, wie wir den Raum öffnen, hatte ich letztens hier rausgefunden. Hab's aber leider auch schon wieder vergessen. Ist natürlich relativ traurig. Aber gut. Aber das war, glaube ich, ganz hinten irgendwo. In dem allerletzten. Also da wo ich gerade schon diese vier Mancubus erledigt habe. Da war, glaube ich, der Knopf für das Ding. Ja, doch, doch, genau so. Jetzt dämmert es mir gerade wieder. So, ich muss jetzt wieder gucken. Wie war das? Einmal rüber. Fuck! Warte, das war doch mit drüber springen oder nicht? Oder muss ich schon Feuer losspringen? Nein. Feuer springen geht also auch nicht. Dann laufe ich einfach mal ganz vorsichtig ran. Okay, das funktioniert. Und jetzt eine ganz liebe Granate werfen. Yay! Die sollte eigentlich abfallen. Hat der nicht so funktioniert, wie es sollte. Und sonst gibt es hier gar nichts. Das war wirklich nur diese Falle. Wow, ich dachte, da gab es noch irgendwas. Ist ja auch nett. Gut, wir haben jetzt das rote Ding. Ach so, ja, eben. Damit können wir praktisch schon direkt ins Ziel gehen. Wo ist denn das Ziel jetzt überhaupt? Hier? Müsste. Halt. Danke. Gibt es auch noch was? Nein. Nein. Das brauchen wir noch nicht. Also von da kommen wir, genau. Gut, dann gehen wir mal in Richtung des roten Endes. Was eine Bezeichnung. Okay.
So, jetzt war das auch. Was kann man jetzt hier noch? Aha. Schau mal nach. War mir doch so. So, aber irgendwo war jetzt hier noch ein Schalter, ne? Genau, der da. Und der Schalter hat uns nämlich jetzt gerade das Paradies geöffnet. Ich würde sagen, diesen einen kleinen Raum, wo immer der jetzt nochmal war. Das müsste hier gewesen sein. Nein, war es nicht. Doch, war es. Nein, war es nicht. Aber wir können mit doch. Klar, wir kommen hier hin. Ja, genau. Und jetzt müsste die Tür... Jawohl, auf sein. Ha! Mir fällt gerade auf, das Geheimnis bringt uns gerade gar nichts, weil wir haben bereits über 200 Rüstung. Gut, okay, das war natürlich also relativ witzlos. Aber wir wissen wieder, wo es war. Und ich könnte schwören, nächstes Mal werde ich es auch wieder vergessen, weil Gedächtnis ist so Baum. So, dann wollen wir mal gucken, wo die herkommen, wo die sind. Ich wollte gerade gucken, das sah gerade so aus, als wenn sie sich erstmal selber umbringen wollen, aber leider doch nicht. Die Frage war, ich muss hier die Gegner umbringen, ne, damit ich hier weiterkomme. Kam. Dann tun wir das doch mal. Ah! Klar, Ronny, renn genau in die Ecke. Okay, gut, können wir jetzt wieder Munition einsammeln. Und dann haben wir soweit erstmal alle Gegner, die, glaube ich, bei uns bis zum Ende warten, soweit erledigt. De la Munition. Danke. Danke. Oder auch nicht. So, hier hinten war noch Munition. Danke. 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 Keine scharfe Munition mehr? Na gut. Wir haben noch 30 Gegner offen. Sag mal, kann es sein, dass da doch noch nicht das Ende des Levels war irgendwie? Irgendwie kommt mir gerade so vor, wie als wenn wir irgendwas noch nicht gehabt hätten. Aber ich könnte echt schwören, dass das hier jetzt das letzte Teilchen war. Das da. Oder kam jetzt noch ein Cyberdemon oder irgendwie sowas? Das wäre ganz schön verfluckt gewesen hier. Ja, sag ich doch. Ende der Map. Noch schnell gucken, ob wir bereits alles aufgefüllt hatten. Ja, doch, wir haben alles aufgefüllt. Okay, na dann. Können wir beruhigten Gewissens jetzt auch ins Ziel gehen? Gibt es noch irgendwie Raketen oder sowas? Nee, ne? Nein. Wäre auch so schön gewesen, wenn es hier was geben würde, was wir gebrauchen könnten, ne? Perfekte Scheiße. Okay. Dann. Kommen wir jetzt zu einem Level. Ich freue mich schon. Das ist nämlich das Level, wo es so mit dem Licht extrem stockert. Also hier draußen nicht, aber da drinnen scheinbar auch viel. Oder stockert allgemein, auch ohne Licht, keine Ahnung. Werden wir denn herausfinden. Auf jeden Fall ist es ein sehr schickes Level. Also finde ich persönlich zumindest. Ich mag's. Ja. In dem Sinne, schau mit V, ne?